Hallo zusammen, ich ist wieder Chilla und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Pet-Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Rätsel-Pet, das wir jetzt uns in Patch 10.1 holen können. Und zwar wurde das dadurch freigeschalten, dass die ersten Evoker pro Region ihre Legendary-Waffe freigeschalten haben. Und ja, dann ist auch hier dieses Pet im Pet-Journal erst aufgetaucht. Das schimpft sich einmal Partikel von Nas-Uro oder irgendwie so ähnlich. Keine Ahnung, wie man SZ aussprechen soll hier an der Stelle. Was wir dafür machen müssen, will ich euch jetzt einfach mal zeigen. Wichtige Information, das Pet könnt ihr weder in den Käfig packen, also verkaufen, noch ist es so, dass ihr das nur mit einem Char machen müsst. Theoretisch könnt ihr die Aktivitäten, die wir jetzt gleich bewältigen werden, auch mit verschiedenen Chars machen. Ich persönlich mache das jetzt alles mit meinem Main und ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt zusammen an. Was müssen wir machen? Wir müssen insgesamt 16 Kugeln anklicken. Und zwar sind die Kugeln oder sehen die Kugeln genauso aus wie das Pet. Also ihr seht hier mal eine so eine Kugel, die heißt auch genauso auf Partikel von Nas-Uro. Und die müssen wir einfach anklicken. Und sobald wir alle 16 angeklickt haben, sollten wir das Pad kriegen. So, wo sind die Kugeln? Ich habe mir auf WoWhead schon mal die Koordinaten rausgesucht und die über das Addon TomTom eingegeben. Jetzt sehe ich die hier komplett auf der Map. Ich werde euch den WoWhead-Link verlinken und wenn ich daran denke, ich hoffe, werde ich euch auch die TomTom-Koordinaten direkt unter das Video posten. Dann könnt ihr die raussuchen, aber wir werden die jetzt eh alle abflattern. Am ersten bin ich jetzt schon und zwar sind wir jetzt einmal in Taldrassos und zwar hier oben auf dieser kleinen abgelegenen Insel auf den Koordinaten 62, 13 und hier an diesem, weiß ich nicht, dieser Statue würde ich jetzt mal sagen, über dem See haben wir die erste Kugel, die klicken wir jetzt einfach mal an, haben auch einen kleinen Castbalken und damit verschwindet diese Kugel auch und ihr könnt quasi dann weiter zur nächsten. Ich fliege jetzt mal ein bisschen hoch, dass ihr seht, wo wir genau sind, also da ist die Brücke und hier ist quasi diese kleine Statue. Dann sind wir am nächsten Spot und zwar sind wir jetzt hier bei der Akademie von Ageta auf den Koordinaten 61, 40 und dort sind wir in einem kleinen Turm oben. Jetzt klicken wir erstmal das Ding an, also hier haben wir den Partikel. Haben wir einmal angeklickt und verschwinden. Jetzt fliege ich mal kurz raus, dass ihr so ein bisschen seht, wo wir sind. Also hier unten haben wir die Akademie und hier oben in diesem kleinen Extraturm, ne, da ist das Ding drin. Also hier oben war das Ding. Und wenn ihr jetzt aus der Instanz das Ganze kennt, wäre das quasi rechts über dem Endboss dieser Turm. Ne? Also da hinten oben. Genau. Mal kurz die Map. Da oben hatten wir es drin. Dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar seht ihr schon hinter mir, haben wir einmal das Instanzportal oder Raid-Portal. Wir sind einmal bei den Koordinaten 72, 55, Gewölbe der Inkarnation. Und ja, dort ist einfach quasi auf dem linken Pylon, beziehungsweise da haben wir so eine Statue, einmal die Partikel. Dann haben wir drei Stück. Dann bin ich jetzt relativ weit nach oben geflogen. Ihr seht, hier ist der höchste Berg in Taldrassos. Wir sind nämlich jetzt hier oben auf den Koordinaten 70, 69. Und ja, wir sind nicht ganz nach oben. Also da ist die Spitze, aber schon ziemlich weit unten, oben. Ne? Wenn wir jetzt hier runter sehen, sehen wir nicht sonderlich viel. Ich fliege auch gleich nochmal einen Ticken raus, dass ihr seht, wo wir in etwa uns befinden. Also ihr seht, da haben wir die Spitze. Dann haben wir hier ein bisschen eine kleinere und hier auf diesem Vorsprung, da ist das Ding drauf. Ne? Nochmal die Map, also hier quasi 69, 69 in etwa. Dann sind wir am nächsten Spot und zwar sind wir jetzt hier unten bei den Koordinaten 62, 65, nee, 85 so rum. Und das ist jetzt ein bisschen schwerer zu sehen. Wir haben hier auf dieser Drachenstatue, haben wir das oben drauf. Vor allem, wenn ihr hier ankommt und diese ganzen Glühwürmchen hier rumflitzen, dann sieht man es relativ schlecht. Aber hier quasi auf der Drachenstatue oben auf dem Kopf haben wir dann das nächste. Dann sind wir jetzt im nächsten Gebiet und zwar im Azurblauen Gebirge. Und dort bin ich jetzt bei Vaktros auf den Koordinaten 78, 33. Und hier haben wir so ein Türmchen stehen, das schon ein bisschen angenagt ist, würde ich jetzt mal sagen. Und einfach da oben drauf auf dem Türmchen haben wir einmal die nächste Kugel. Dann sind wir jetzt beim nächsten und zwar haben wir hier in so einem kleinen Baumstumpfen Teil. Und das ist relativ weit unten, jetzt hier auf den Koordinaten 61, 71. Und ja, das klicken wir jetzt auch mal an. Dann sind wir beim nächsten und zwar jetzt hier auf den Koordinaten 36, 56. Und ja, das ist jetzt hier so ein bisschen abgelegener.
ist es mal an und dann fliegen wir einmal einen Ticken hoch. Also ihr seht, hier sind so ein paar kleine Bäumchen und das ist quasi einfach hier an dem Steilhang mit dran. Dann sind wir am nächsten Spot und zwar ist der Partikel jetzt auf so einer kleinen Insel. Wir sind jetzt am anderen Ende der Zone, hier auf den Koordinaten 8, 52 und dort ist er quasi hier auf diesem kleinen Hügel drauf. Dann sind wir im nächsten Gebiet und zwar in der Ebene von Onara. Da bin ich jetzt hier unten auf den Koordinaten 34, 58 und dort haben wir bei diesem kleinen Teich, wo auch hier der Draktür am Angeln ist. Oder nee, das ist kein Draktür, aber das ist irgend so ein Drachenviech auf jeden Fall. Keine Ahnung, wie die heißen. Und da haben wir auf jeden Fall die nächste Orb. Ich zeig's mal auf der Map. Hier haben wir's. So, dala. Das nächste ist hier auf so einem kleinen Felsen drauf. Und da müssen wir ein bisschen zielen, dass wir da richtig landen können. Wir befinden uns jetzt einmal hier in der Mitte des Gebiets auf den Koordinaten 61, 64. Da seht ihr, hier unten sind die Gegner und hier oben auf diesem kleinen Felsen ist das einmal beheimatet. Dann haben wir die nächste Kugel, in dem Zwischenbereich zwischen der Ebene von Onara bzw. der Küste. Ich würde eher sagen, es ist noch in der Küste, aber naja, kann man beide Wege sehen. Es ist auf jeden Fall, wenn ihr jetzt auf der Map Küste des Erwachens guckt, auf den Koordinaten 22, 88. Oder wenn ihr jetzt die Map von Onara nehmt, dann ist es auf 52, 14. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier unten an so einem kleinen Hügelchen mit drauf. Und dort einmal hier am Weg an so einem Pfosten an der Seite. Dann sind wir bei der nächsten Orb und zwar sind wir jetzt hier bei der Obsidian-Zitadelle und hier oben bei den Koordinaten 23, 55. Das ist quasi, ja, hier wo dieser Thron ist, ne, da steht auch Sebalian und Furorion und da können wir das Ding einfach anklicken. Die nächste Orb haben wir dann hier in der Kralle von so einer Statue. Und zwar klicken wir die mal an und dann zeige ich euch auch, wo die ist. Wir sind jetzt einmal hier beim Rubin-Lebensbecken und zwar in diesem vorderen Bereich, wo dementsprechend auch der Flugmeister ist. Und da in der linken Statue, hier sind ja zwei Stück, also wenn wir drauf gucken auf die Statue, die linke und da in der Kralle drin. So, dala, die nächste Kugel ist ein bisschen schwer zu sehen. Wir sind jetzt einmal auf den Koordinaten 63, 45 und hier ist es auf so einem Baum oben drauf. Also ihr seht da, sehen wir es ein bisschen durchglänzen, da müssen wir jetzt hinlaufen und das müssen wir ein bisschen vorsichtig machen, weil der Stamm hier nicht so dick ist. So, okay, bis dahin und dann noch ein Stück und da oben können wir es anklicken. Wenn ihr runterfallt, ich glaube unten ist sogar Wasser, also da sterbt ihr jetzt nicht unbedingt, aber ja, ist ein bisschen frickelig, aber kommt man schon hin. Genau, also ich zeige es nochmal hier quasi über diesem Flusslauf. Dann sind wir jetzt auf der verbotenen Insel und zwar, hier oben verbotene Insel und dann sind wir jetzt hier bei den Koordinaten 36, 33 und ja, das ist auch wieder so auf so einem kleinen Türmchen drauf. Und dort können wir jetzt auch noch eine Orb anklicken und tada, wir kriegen einmal das Pet ins Inventar. Und jetzt gucken wir das einmal an. Wo haben wir es denn? Das müsste irgendwo hier rum. Ah, ihr seht, also das kann man nicht leveln, das Pet, ne? Das ist einfach quasi ein normal sammelbares. Und kämpfen kann es auch nicht, also es ist kein Kampfhaustier. Aber ja, haben wir wieder eins mehr in der Sammlung und ja, damit sind wir auch durch mit dem kleinen Videoguide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.